Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 1. Ja, in dieser Folge wird Princess doch nochmal so wahnsinnig sein und den Meister, sich mit dem Meister konfrontieren. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die ich bisher erfolgreich irgendwie durchgebracht habe, wobei das durchaus auch mit den ein oder anderen Anstrengungen verbunden ist. Aber schauen wir einfach mal. So, bevor du da reingehst, möchte ich aber bitte noch, dass du schleichst. Und dann sind wir wieder in unserem Lieblingsgang. Es läuft dir kalt den Rücken hinunter. Du spürst, wie sich etwas vom Korridor her nähert. Dir bleibt fast das Herz stehen, als du die Unmenge an Fleisch vor dir erkennst. Eingemauerte menschliche Überreste. Aber das Schlimmste ist, dass es sich bewegt und deinen Namen ruft. Das hört sich ja alles sehr, sehr, sehr angenehm an. Und wir bewegen uns hier einfach mal durch und wurden für 7 Trefferpunkte getroffen. Und wir bewegen uns weiter. Soweit geht es uns noch ganz gut. Ich habe da schon andere Durchläufe gehabt. In der Test, ja, beim Testen, um hierher zu kommen. Genau, hier. Du bemerkst etwas aus dem Augenwinkel heraus. Etwas bewegt sich blitzschnell von der Decke herab. Und ein Knochensplitter bohrt sich in dein Auge. Gleichzeitig schießen dir Gedanken der Toten und Gefolterten in den Kopf. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Deswegen möchte ich mal bitte, dass du dich verarztest, Princess. Und Wahrnehmung ist wiederhergestellt. Das ist sehr gut. Und währenddessen möchte ich auch nochmal, dass du Stimpaks einwirfst. Und ich werde jetzt was machen, einfach der Vorsicht halber, weil ich mir diesen Gang ehrlich gesagt nochmal ersparen möchte. Ich werde kurz zwischenspeichern. Ja. Gut. Dann für den Fall, dass dieses Gefecht hier scheitern wird, was durchaus passieren kann. Du hast die Wahl. Den Dialog kennen wir ja schon, doch. Alle zu Mutanten. Alle zu Mutanten. Eins hast du bei deinem Plan nicht bedacht. Und zwar hast du Princess bei deinem Plan nicht bedacht. So. Ja, ich kann dich aufhalten und das werde ich dir gleich auch mal demonstrieren. Und zwar, indem ich dir voll auf die CPU schieße. 32 Schaden, das ist doch schon mal schön. Und 38 Schaden, gut. Zug beenden. Und das Schöne ist jetzt halt hier in der Situation, es sind nicht so viele Gegner auf einmal da, wie davor. Wie mit der Konfrontation über Morpheus. 52% Schaden an der CPU. Das ist doch annehmbar. Und wir halten einfach weiter drauf. Daneben getroffen. 120 Schaden. Das ist eine Menge. Okay, es kommen auch aus den Wänden immer mehr Supermutanten. Das ist ein bisschen beunruhigend. Aber ich halte weiter auf die CPU. 33 Schaden. Und nochmal 40 Schaden.
Oh, kritischer Treffer vom Meister. Ich sag ja, es ist machbarer, aber es ist noch bei weitem nicht einfach. Also, sobald ein kritischer Treffer irgendwie durchkommt, ist es vorbei. Nicht ein. Ja, ich weiß, dass wir tot sind, deswegen gehe ich gleich nochmal ins Spiel rein und lade diesen Spielstand. Und dann reden wir nochmal mit dem Meister. Du hast die Wahl. Ich muss dich ganz schön dran. Das Die Ganze kennen wir ja auch natürlich, die schon. Widerständler ja. Du hast Princess bei deinem Plan nicht bedacht. Gut. Du denkst, du kannst nicht. Dann schauen wir mal, ob das vielleicht jetzt besser läuft. 4 Trefferpunkte, das ist annehmbar. CPU für 25 Treffer. 36 Treffer und den Zug beenden. Und wir schießen weiter auf die CPU. 107 Schaden ist gut. 110 Schaden ist natürlich auch super. Und wie schaust du aus? Sieht schwer verletzt aus. Dann schieß mal bitte weiter auf die CPU. Aber vielleicht noch mal einen kritischen Treffer. Schade. Ah, dem anderen Supermutanten scheint die Munition ausgegangen zu sein. 21 Trefferpunkte. Voll daneben getroffen. Weiter auf die CPU. 86. So gut wie tot. Das ist doch schon mal vielversprechend. Wir schießen weiter auf die CPU. Zug beenden. Und ich glaube, nächste Runde werde ich mal eine kleine Heilrunde einlegen. Wir haben eh auch keine Munition mehr. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mal ein Super Stimpak einzuwerfen. Dann kann ich mal noch einen nachladen und einen normalen Schuss auf den Meister abfeuern. Und er ist kaputt. Er ist kaputt. Und wir sind fast voll am Leben. Das ist gut. Und schon wieder ein kritischer Treffer. Was ist denn da los? Meister vernichtet trotzdem tot. Das ist ärgerlich. Naja. Ich habe ja einen Save Point und kann wieder reinstarten. So. Du hast die Wahl. Ja, Ich ganz schön dran. Die das kennen wir natürlich. alles. Die Widerstände. Und was ist das? Du hast deinen Plan ohne Princess Du gemacht. Auch denkst. wenn das langsam wirklich ein bisschen an Glaubwürdigkeit verliert, diese Aussage. Naja, gut, wir haben es geschafft, ihn auszuschalten, sind aber halt leider dabei selber gestorben. Was nicht so ganz Teil des Planes war. Jetzt geh mal einen Schritt nach vorne. Ich glaube, das Spiel hat einfach was dagegen, dass ich hier mit
fertig werde. Habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl. Ich gehe ein bisschen weiter vor, vielleicht spawnen dann weniger Mutanten oder haben es schwerer, mich zu treffen. Und so wirklich kritische Schaden, kritischen Schaden machst du gerade auch nicht, Princess. 138, besser, genau. So möchte ich das sehen. Okay, da hat anscheinend jemand leer geschossen. Lebenspunkte. Ich mach noch eine Runde Schaden. Und nächste Runde heilig. Hoffentlich. Meister ist vernichtet. Und Princess, du drehst dich bitte um und beendest den Zug. Okay, Mutant kommt auf uns zu. Der andere trifft uns mit 12 Trefferpunkten. Princess wird jetzt ein Super Stimpack verwenden. Und wir haben verbleibende Zeit 235. Das ist der mit dem Gewehr. Ist unsere Wahrnehmung so weit unten? Vielleicht schaffst du es, ihn noch auszuschalten. Der andere im Nahkampf ist zwar auch nicht ungefährlich. Ein normaler Schuss und ein gezielter Schuss auf, ja, auch auf den Rumpf. Vielleicht schaffen wir da einen kritischen Treffer. Okay, normaler Schuss. Normaler Schuss. Okay, der ist down. Bitte bring mich nicht um. Inventar. Aber das ist bisher das vielversprechendste, was ich habe, auch wenn die Zeit halt nebenbei einfach eiskalt abläuft. So. Und du, Kerl, stehst direkt vor mir, deswegen kriegst du jetzt halt voll eins auf die Mütze und bist tot. Kampf beenden. Und jetzt renn, Princess, renn. Du musst hier unbedingt raus. 211 Sekunden verbleibend. Princess, das schaffst du. 203 Sekunden. Wir sind beim Aufzug. Das ist gut. Ab in den ersten Stock. Äh, 195 Sekunden. Wir sind wieder fast in der Kathedrale. Die Tür ist zu. Hoffentlich kriegen wir die einfach auf. Ja, schaut gut aus. Das könnte durchaus was werden, wenn uns jetzt hoffentlich oben, wenn wir uns nicht durch die Kathedrale noch durchkämpfen müssen. Aber das schaut auch alles ganz gut aus. Boah, was ruckelt das Spiel jetzt gerade so? Warum bleibst du ab und zu einfach stehen? Das finde ich nicht gut. Das finde ich absolut nicht gut. So, raus und nichts wie weg. Nichts
wie weg. Der Tod des Meisters war der erste Schritt, seine Pläne von Eroberung und erzwungenem Frieden zu stoppen. Aber erst die Zerstörung der Container band die Gefahr durch die Mutanten. Der Möglichkeit beraubt, neue Mutanten zu schaffen und so ihre brutale Gerechtigkeit durchzusetzen, fliehen die Mutantenarmeen nach Osten. Die Ghouls von Acropolis lernen den Umgang mit der reparierten Wasserpumpe und entdecken nach und nach weitere verloren geglaubte technische Geheimnisse. Sie machen es zu ihrem Gewerbe, diese Technik an andere Städte zu verkaufen. Unter der Führung der wilden Supermutanten vernichten die Mutantenarmeen die Followers of the Apocalypse. Aasfresser, die fast unmenschlich sind, stürzen sich auf die Überreste der Followers. In Shady Sands hilft Tandy ihrem Vater Aradesh dabei, aus den zerstörten Resten der Welt eine neue Gemeinschaft und ein neues Leben aufzubauen. Sie sind verantwortlich für die Republik New California, deren Ideale sich im ganzen Land ausbreiten. Killian Darkwater hat Junktown fest im Griff. Er vertreibt die letzten von Gizmos Leuten und stellt seine eigene Gerechtigkeit her. Unter seiner Führung lebt es sich angenehm und sicher. Die Brotherhood of Steel hilft anderen Außenposten der Menschen, die Mutantenarmeen in die Flucht zu schlagen. Auf beiden Seiten gibt es nur geringe Verluste. Die neue Technik der Brotherhood wird nach und nach in New California eingeführt, ohne dass ernsthafte Schwierigkeiten auftreten. In weiser Voraussicht verhält sich die Brotherhood neutral und wird ein wichtiger Faktor für Forschung und Fortschritt. Der Hub löst sich angesichts der übermächtigen Mutantenarmee auf und verschwindet für immer. Dank deiner Ausdauer werden die Raiders zerschlagen und lösen sich auf. Keiner der überlebenden Raiders ist jemals wieder aufgetaucht. Was immer du im Ödland getan hast, wird in die Geschichte eingehen. Nur eine Frage bleibt offen. Was geschah mit dir? Du hast es geschafft. Wie wunderbar. Erstaunlich. Ich bin stolz auf deine Leistung und deinen Mut. Die Leute der Vault werden dir niemals genug dafür danken können. Du hast alle gerettet. Wer weiß, vielleicht sogar die Menschheit. Das macht es nur noch schwerer. Jeder wird mit dir sprechen wollen. Die Jugend wird zu dir aufschauen und dir nacheifern. Und was dann? Dann wollen sie gehen. Was passiert mit der Vault, wenn sie die Besten einer Generation verliert? Was, wenn dies der einzig sichere Ort ist? Du hast all diese Leben gerettet. Ich will sie nicht wieder verlieren. Ich habe schon viele schwere Entscheidungen getroffen. Aber keine schwerer als diese. Du hast uns gerettet
und wirst uns töten. Tut mir leid. Du bist ein Held und du musst gehen. Tja, das ist ein echt bitterer Ausgang für diese Geschichte. Aber es hilft nichts. Wir wurden verstoßen. Und das war's mit Fallout 1. Ein, wie ich finde, sehr schönes Spiel. Auch wenn es hier und da irgendwo ein paar kleine Probleme hat, sei es irgendwie die Zensierung oder jetzt am Ende der Ausgang. Wie gesagt, ich bin ein kleines bisschen angenervt von dem Kampf gegen den Meister. Weil ich habe da ein paar Runden rein investiert, um zu gucken, wie das mir möglich ist, weil ich halt einfach falsch geskillt habe. Aber das ist halt auch ein bisschen das Problem von älteren Spielen. Und um nochmal kurz auf das einzugehen, wir haben ja anscheinend, also Princess hat ja das Ödland doch recht gut zum Besseren geführt. Also wenn man jetzt halt mal anschaut, gut, die Followers of the Apocalypse sind untergegangen. Das ist schade. Dann Shady Sands blüht auf. Raider haben wir vernichtet. Dann Junktown geht's auch gut. Genauso wie Necropolis. Die Brotherhood of Steel trägt dazu bei. Wie gesagt, bis auf die Followers of the Apocalypse, bei denen ich nicht wirklich weiß, was ich da hätte machen können, weil ich habe schon nebenbei immer versucht, die Augen offen zu halten. Aber das hat sich halt nicht ergeben. So finde ich es ein echt wunderbares Spiel. Also echt viel Story, sehr interessant aufbereitet. Man kann viel entdecken. Man kann es auf die unterschiedlichsten Art und Weisen lösen. Die Zusammenfassung am Ende finde ich auch großartig, dass dann halt nochmal auf das, was man während dem Spiel gemacht hat, eingegangen wird. Ist ein echter Klassiker. Und ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, bis auf jetzt am Ende. Ich wiederhole mich da zwar, aber der Kampf gegen den Meister, den fand ich ein bisschen anstrengend. Man hat es ja an den kritischen Treffern gesehen. Es ist so, drücken sie 4 bis 20 Schaden und kommt ein kritischer Treffer durch, ist man sofort tot. Also da kann man auch nicht wirklich was machen. Ein bisschen unglücklich, meiner Meinung nach, ist aber auch Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch Leute, die damit überhaupt kein Problem mehr hatten oder, wie gesagt, auf eine komplett andere Art und Weise das Ganze gelöst haben. Man hat ja gesehen, man kann teilweise durch Dialoge Sachen lösen, man kann durch einen offenen Konflikt Sachen lösen. Da gibt's zahllose Möglichkeiten und das finde ich eigentlich auch richtig schön. Und bevor ich hier noch weiter irgendwelches wirres Zeug vor mich hinschwafel, würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr euch das Projekt angeschaut habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei zukünftigen Projekten auch mit dabei sein werdet. Und ja, dann lasse ich die Credits einfach nochmal durchlaufen und ja, hoffe, dass wir uns in einem zukünftigen Projekt wiedersehen. Bis dahin!